Willkommen zurück zu MCPE. Heute haben wir so ein bisschen was Ätzendes. Kleiner Chemiescherz, nein. Minecraft Education Edition. Ich habe alles hier vorbereitet auf dieser Insel. Und was es alles gibt, was es auch Nützliches gibt, zeige ich euch nach dem Intro. So Leute, da bin ich wieder. Ich zeige euch erstmal, wie man die Education Edition überhaupt aktiviert, wenn man eine Welt generiert. Man braucht leider die Cheats, die muss man aktivieren. Und direkt darunter kann man die Education Edition aktivieren. Das schaltet halt Chemiefunktionen frei. Und mit unter anderem 4 neue Blöcke. Wir brauchen insgesamt aber 6 Blöcke, einmal noch den Brauchstand. Und die Werkbank. Dann haben wir hier den Elementkonstruktor, kann man nicht so gut sehen. Ich spiele halt in der Minecraft Beta, was eigentlich nicht nötig ist, aber ich habe es gemacht. Man kann hier zum Beispiel ein Proton, also ein P, einstellen und ein Elektron, ein E und Neutron. Und dann bekommen wir zum Beispiel Wasserstoff, gleich ein Stack. Den werden wir nicht wirklich nutzen, aber wir werden uns das einfach hier aus dem Kreativinventar von hier holen. Sind ziemlich viele halt. So, als nächstes haben wir den Verbindungserzeuger. Den werden wir auf jeden Fall brauchen. Damit können wir 2 Elemente zusammenpacken und dann bekommen wir etwas raus. Ich mache das jetzt mal kurz hier. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich machen will. So, H2O und wir kriegen Wasser. Man kann das so anordnen, wie man will. Das ist komplett egal. Man kann es auch trennen. Das macht dem Spiel nichts aus. So, als nächstes kommt der Labortisch. Das ist auch eins von den beiden wichtigsten Sachen, die wir brauchen. Dadurch kommen wir zum Beispiel aus Wasser und irgendwelchen anderen Substanzen etwas heraus. Also da produzieren wir das letztendliche Produkt. So, für das nächste brauchen wir vielleicht mal ein bisschen Gras und Erde und Sand. Nämlich der Stoffreduzierer. Dabei können wir aus Sand zum Beispiel Silikium und Sauerstoff rausholen. Oder aus Erde, Silizium, Calcium, Phosphor, Stickstoff, Eisen, Magnesium, Zink, Kupfer und Sauerstoff. Also ist eine ganz schöne Menge. Damit können wir, also wenn wir im Überleben spielen würden, so würden wir auch an die Stoffe rankommen. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und so weiter. Jetzt ist mein ganzes Inventar zugemüllt. Da sieht man, was ich alles gemacht habe. So, also dafür braucht man den Stoffreduzierer. Dann würde ich sagen, wir fangen hier an. Hier kann man Bleiche herstellen. Mit Bleiche kann man farbige Betten und Wolle weiß machen. Dazu brauchen wir erstmal einen Sauerstoff, einmal Natrium und einmal Chlor, damit wir Natriumhypochlorid herstellen können. So, das packen wir hier alles in den Verbindungserzeuger und nehmen uns vielleicht so 2 Stacks Natriumhypochlorid. Ist übrigens unendlich. Ich weiß nicht, wie es im Überlebensmodus ist, aber im Kreativmodus ist es auf jeden Fall unendlich. Danach brauchen wir noch einmal H2 und O, also Wasser. Nehme ich mir auch mal 2 Stacks, pack das wieder zurück. Und dann machen wir das zusammen, Wasser und Natriumhypochlorid hier rein. So, 1, 2, 3. Und dann seht ihr schon diese Animation links. Da werden 2
Flüssigkeiten zusammengetan. Ja, und es gibt auch Effekte. Es gibt auch eine Sache, die man herstellen kann, wo man Schrott rausbekommt, mehr oder weniger. Wenn man hier zum Beispiel nur zweimal Hypochlorit nimmt, dann bekommt man Abfall und es gibt so eine Lavapartikel, die langsam verschwinden. Sieht so ähnlich aus wie Schwarzpulver, ist aber glühender. So, jetzt haben wir Bleichmittel hergestellt. Jetzt nehmen wir uns einfach die drei Sachen hier raus. Und jetzt ist das Icon im Weg. So. Bleichmittel und dann sieht man, aus dem orangenen Bett wird ein weißes Bett. Es verbraucht sich direkt, das heißt, wir müssen das Ganze dreimal herstellen. Das werde ich jetzt nicht machen. Aber damit kann man farbige Sachen weiß machen. Ist ein bisschen unnötig, weil man hat halt Knochenmehl oder weißen Farbstoff. Aber wenn man es realistisch haben möchte, dann kann man das ja mal machen. So, als nächstes kommt ein Superdünger dran. Der ist halt ganz leicht herzustellen, damit wir auch hier die Pflanzen instant wachsen lassen können. Auf dem PC macht es mehr Sinn, weil hier in PI, da wird auch mit Knochenmehl das direkt hochgezüchtet, aber egal. So, als erstes brauchen wir Stickstoff und dreimal Wasserstoff. Das mischen wir dann im Labortisch, im Verbindungserzeuger. Und ja, das war gerade die Hausklingel. Wir wohnen im Erdgeschoss, egal. Ammoniak bekommen wir dann daraus. Packen das wieder zurück. Und dann vermischen wir das nochmal mit ein bisschen Phosphor. Und dann bekommen wir. Moment. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Warte mal. Ach, nur einmal. Okay. Nur einmal so und so. So. Jetzt sieht man, wir haben jetzt die dritte, die ganz rechts, die Animation. Gucken wir mal, was passiert. Okay, Erde, Partikel und wir haben Superdünger. Jetzt nehmen wir uns ein paar Samen und einen Eichensetzling. Ich hätte schon vorher pflanzen können, aber dann wäre es in der Zwischenzeit vielleicht schon komplett gewachsen. So, klicken einmal drauf und das wird instant groß. Oh, jetzt haben wir hier einen Baum. Ja, das ist der Weg, wie man Superdünger herstellt. So, als nächstes kommt etwas, was ich mir im normalen Minecraft-Pi gewünscht hätte, was aber leider nicht hinzugefügt wurde, nämlich hartes Glas. Dafür brauchen wir erstmal Aluminiumoxid. Dazu braucht man zweimal Aluminium und dreimal Sauerstoff. Das packen wir in den Verbindungserzeuger. Und ja, machen auch wieder zwei Stacks. Danach brauchen wir Bortrioxid. Dazu brauchen wir auch zweimal Bor. Und ich habe hier dreimal, egal. Das packen wir auch hier rein. Und dann haben wir Bortrioxid. Und das war gerade eine Kuh, egal. Dann nehmen wir uns Glas, gehen zur Werkbank, machen hier eine Reihe von Glas. Oben kommt Aluminiumoxid hin und unten Bortrioxid. Und dann bekommen wir schon gehärtetes schwarzes Glas. Dasselbe mache ich nochmal mit den Glasblöcken. So, und das dahin, das dahin und das. Genau dasselbe nochmal machen. Und dann haben wir zwei verschiedene Arten von Glas. Als nächstes gehen wir hier rüber erstmal, weil das hier ziemlich komplex ist. Das mache ich zum Schluss. So, dann kommen wir hier an.
Es ist Wasser. Es hat mit Wasser zu tun. Nämlich einmal eine Eisbombe und einen Heizblock bauen wir hier. Dazu brauchen wir erstmal Natriumacetat. Zweimal Sauerstoff, Natrium, zweimal Kohlenstoff und dreimal Wasserstoff. Alles zusammen in den Verbindungserzeuger. Und ja, man muss es einzeln klicken. Dann haben wir schon ein bisschen Natriumacetat. So, als nächstes brauchen wir viermal Natriumacetat und dann bekommen wir eine Eisbombe. Ich gehe mal besser hier drauf, sonst fällt das runter. So, jetzt haben wir das da, wieder das rechte. Kombinieren das und oha, Wasserpartikel. Jetzt ist das wie ein Schneeball, wir können es einfach hier drauf werfen und hat so eine Art Frostläufereffekt. Die Platte, die man dabei insgesamt gefrieren lässt, sind 3 mal 3 mal 3 Blöcke, also eigentlich ein Block. Und jetzt haben wir das ganze Eis hier gefroren. Jetzt können wir das Gegenteil nochmal davon machen. Ich packe das mal hier nach hinten. Nämlich einen Heizblock. Dazu brauchen wir erstmal Wasser, Salz und Holzkohle. Ja, die können wir uns auch herstellen. Dazu brauchen wir natürlich H2O, Natriumchlorid und das hier. Das ist für die Holzkohle. Packen erstmal das rein, holen uns ein bisschen Wasser. Dann machen wir uns die Holzkohle. Und zum Schluss noch Salz, Natriumchlorid. Dann muss ich noch mal kurz gucken, wie viel brauchen wir. Ach ja, dazu brauchen wir noch einmal ein Eisen. Und ich pack das mal hier besser weg. So. Dann gehen wir hier in den Labortisch, machen ein Eisen rein, einmal Salz, einmal Holzkohle und einmal Wasser. Dann sehen wir hier die linke Animation. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwann die mittlere Animation bekommen. Ja, gehen wir auf Kombinieren und haben einen Hitzeblock. Der ist leicht durchsichtig und der kann Eis zum Schmelzen bringen. Wir warten ein bisschen, da schmilzt es schon. Schmilzt ziemlich schnell, um genau zu sein. Wir warten noch ein bisschen. Und ihr seht, es schmilzt schon ziemlich schnell. Und das ist der Hitzeblock. Es gibt übrigens noch ein paar andere Sachen, die man aus diesen Stoffen herstellen kann, also Dinge, die in Minecraft normal vorkommen. Dazu könnt ihr euch einfach einmal die Holzkohle natürlich nehmen, dann einmal Zucker, dann noch Tintenbeutel und natürlich Wasser. Dann geht ihr einfach zum Stoffreduzierer. Packt davon eins rein und dann seht ihr, wie das hergestellt wird. Zucker zum Beispiel ist C6H12O6, Tintenbeutel FeSO4 und Wasser H67O33. Das stimmt ja nicht mal. Wasser ist H2O. Und wenn man das hochmultipliziert, also O33, dann wären es nur 66 H. Versteht ihr, was ich meine? Da ist ein H zu viel drinne. Okay, naja, egal. Was noch merkwürdig ist, dass die Blöcke, diese hier, die diagonalen Blöcke nicht schmelzen lassen,
sondern nur die, worüber sie sind und die nebenanliegenden Blöcke. Lassen wir es einfach so. Sieht doch schön aus. Ist ein Hashtag, oder? Ja, ist ein Hashtag. Nun gut, kommen wir jetzt zu ein paar Tränken. Um den ersten Trank zu machen, brauchen wir Calcium und eine Wasserflasche. Nein, es waren seltsame Tränke. Also Calcium und einen seltsamen Trank. Das machen wir mal kurz. Calcium, seltsamer Trank. Machen das rein und dann werden daraus Augentropfen, was Blindheit heilen kann. Ich habe hier halt vier Command-Blöcke drunter, die uns dann diese Effekte geben. So, Augentropfen haben wir jetzt. Jetzt geben wir uns kurz Blindheit. Wir sehen kaum noch was. Wir trinken das. Und, ja, natürlich, ich bin im Kreativmodus. Ich behalte die Augentropfen. Und ja, wir trinken auch die Augentropfen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber eigentlich bekommt man dann nur noch die leere Glasflasche zurück. Als nächstes müssen wir Kobalt in einen seltsamen Trank zusammenfügen. Und dann wird daraus ein Elixier, was uns Schwäche heilen kann. So, Elixier. Wir geben uns selbst Schwäche und haben keine Schwäche mehr. Jetzt ist natürlich wieder Elixier ist übrig geblieben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Als nächstes brauchen wir Gold. Ja, Gold. Und einen seltsamen Trank. Ups. Habe ich jetzt das falsch reingeschrieben oder? Ja, ich habe das falsch reingeschrieben. Es ist Silber, Leute, okay? Silber und ein seltsamer Trank. Kein Gold. AU ist Gold, oder? Ich guck mal kurz nach. AU, AU, wo ist AU? Gibt's AU? Nein. Ich weiß nicht, wo Gold ist. Egal, ihr wisst bestimmt besser als ich. Der Trank ist fertig. Ein Gegengift. Es heilt nämlich Gift. Ja. Gift. Trinken das. Und heilt direkt Gift. Ist ja irgendwie logisch. So, als letztes brauchen wir Bismut. Und daraus wird dann ein Tonikum, das Übelkeit heilen kann. Leute, sagt mal, wie ihr die Education Edition von Minecraft findet. Schreibt es mir unten in die Kommentare oder lasst ein Like da, um mir zu zeigen, dass ihr sie mögt. So, hier haben wir das Tonikum. Geben uns ein bisschen Übelkeit. Man kann kaum noch den Knopf nochmal drücken. So. Trinken das. Und wir haben keine Übelkeit mehr. Das war's jetzt auch schon mit den Tränken. Jetzt gehen wir mal zu etwas Explosiveren. Ihr seht, ich habe hier ein Becken mit Wasser vorbereitet. Aus Obsidian und da drinnen sind Seelaternen. Jetzt gehen wir nämlich unter Wasser. Brauchen ein bisschen Magnesium und eine Fackel. Machen das zusammen.
und bekomme eine Unterwasserfackel. Dann nehmen wir uns noch Natrium und Dynamit und daraus wird ein Unterwasserdynamit. Man sieht auch deutlich, dass das nicht gleich aussieht, oder? Genau wie die Fackel, die leuchtet grün und hat so weiße Partikel. So, dann probieren wir erstmal das normale Dynamit aus. Und es passiert nichts. Nehmen wir aber das Unterwasserdynamit. Wird alles weggesprengt und auch hier Teile vom Rahmen. Hier wurde nichts weggesprengt. Nein, okay, gut. So, ihr seht, dass die Seelaternen sind weg. Jetzt können wir auch mal die Unterwasserfackeln testen. Problemlos. Zwischen so ein bisschen so wie Dynamit. Und haben so einen merkwürdigen Bug drin. Hier sieht es irgendwie so ein bisschen verbuggt aus. Auf jeden Fall, ja, zischen die schön so, als würden die gleich in die Luft gehen. Das sind die Unterwasserfackeln. So, zu guter Letzt haben wir eine sehr große Rubrik. Ich habe sie als Farben zusammengestellt. Wir können nämlich verschiedene Sachen hier machen. Einmal sind das farbige Fackeln, solche Sparkler, ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennt, also so eine Leuchtfackeln, die so glitzern und so ähnlich, ich weiß nicht, wie man es nennt. Und dann haben wir noch Leuchtstäbe und Ballons. Dazu müssen wir natürlich erstmal die Farben herstellen. Dazu brauchen wir einmal Kalium und Chlorid. Nehmen das hier mal aus der Kiste raus. Und dazu müssen wir jetzt mal kurz hier hingehen. Daraus bekommen wir Kaliumchlorid. Das ist ein Farbstoff, also man sieht ihm nicht an, dass es Farbe ist. Aber wenn man etwas damit färbt, wird es violett. Das packen wir mal kurz in unser Inventar. Dann als nächstes Calcium und zweimal Chlorid wird zu einer orangenen Farbe. Calcium, Chlorid, für uns orange. Als nächstes Zer. Und dreimal Chlor wird zu Zerchlorid und das ist für uns blau. Danach Wolframchlorid aus einmal Wolfram und sechsmal Chlorid und das färbt sich dann grün. Ist übrigens blau, warum auch immer. Und als letztes noch Quecksilber und zweimal Chlor wird zu Quecksilberchlorid in Rot. So, jetzt haben wir die ganzen Farben hergestellt. Jetzt gucken wir, was wir damit anfangen können. Zum Beispiel nehmen wir uns eine Fackel. Ich nehme mal gleich 4. Ich hätte 5 nehmen sollen, das sind nämlich 5 Farben. Da. Und gehen damit hier rein in die Werkbank. Können wir damit die Fackeln färben. Wir kriegen zum Beispiel eine violette Fackel. Calcium-Orange funktioniert nicht, ich weiß nicht warum. Eine blaue Fackel.
eine grüne Fackel und eine rote Fackel. Vielleicht funktioniert Calciumchlorid deshalb nicht, weil die Fackeln an sich schon so orange sind. So, dann setzen wir mal die normale Fackel hier hin. Die violette, die blaue, grüne und rote. Im Dunkeln haben die keinen anderen Leuchteffekt. Sie sind trotzdem noch weiß. Nur halt die Farbe von der Flamme sieht anders aus. Ich kann ja mal kurz Nacht machen. Da, ihr seht, ist alles noch weiß. Kein Rot, kein Lila, kein Blau, kein Grün. Dann packen wir das hier mal kurz wieder hier rein. Denn als nächstes machen wir Sparkler. Ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennt. Dazu brauchen wir Magnesium, einen Stock und ein Chlorid. Und ja, ich habe wieder zu wenig gemacht. Stock, Stock, Stock. Wo ist der Stock? Ich finde keinen Stock. Ach, da oben. Als erstes. Dann gehen wir hier rein. Machen den Stock und das Magnesium dahin. Einmal Kaliumchlorid. Ja, dann bekommen wir Item Sparkler Black Name. Ist halt komisch. Und ja, die haben auch alle hier dieselbe Farbe, aber wenn man die einmal in die Hand nimmt, bekommen die eine andere Farbe. So, jetzt nehmen wir die mal in die Hand. Ihr seht schon, rosa, violett, was auch immer. Und nicht blau. Wir essen die, ja. Und dann fängt sie an, so Partikel auszugeben. Sie hat auch... Ja, und da ist gerade mein Smartphone-Speicher voll geworden. Das dauert hier eindeutig zu lange. Egal. So, wir haben hier schon den rosanen Sparkler. Und ich mach's mal kurz ein bisschen leiser. Hier haben wir einen orangenen, einen blauen, einen grünen und einen roten. Haben alle dieselben Partikel, sie leuchten auch nicht, also wer sich das wünscht, müsst ihr euch mal an die Entwickler wenden. Ich gehe mal hier an einen dunklen Ort, da, sie leuchten nicht. Man kann sie allerdings in die zweite Hand nehmen. Und dann kann man zwei Wunderkerzen. Ah, jetzt ist es richtig, hä? Oh, doch nicht. Bitte was? Wunderkerzen, ja, so heißen sie. Warum heißt eine blaue Wunderkerze Der Name wechselt andauernd, stimmt's? Violett, Violett, was zum... Das hier ist violett, ist blau, ist grün. Okay, ich kapiere es nicht. Auf jeden Fall, ja, brennen sie auch irgendwann aus und funktionieren dann nicht mehr. So, packen wir die mal ins Inventar. Wir lassen gleich mal Nacht, weil es geht gleich weiter damit. So, packen die hier kurz weg und... Ah, nee, die brauchen wir. Nee, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt geht's nämlich weiter mit herkömmlichen Farben. Wir stellen jetzt nämlich, ja, Leuchtstäbe her. Das ist ziemlich kompliziert, das dauert ziemlich lange. Ja. Dazu brauchen wir erstmal Wasserstoffperoxid, H2O2.
So ein bisschen Wasserstoffperoxid. Danach brauchen wir Polyethylen, auch bekannt als Plastik. So, und 20 mal Wasserstoff, 10 mal Kunststoff, Polyethylen. Dann nehmen wir das hier schon mal raus, denn jetzt brauchen wir Luminol. Ja, dazu brauchen wir 7 Wasserstoff, 8 Kunststoff, 3 mal Stickstoff und 2 mal Sauerstoff. Da haben wir Luminol. Muss jetzt aufpassen, dass ich die nicht verwechsle. So, und dann, was man damit einfach macht, man schmeißt die mehr oder weniger in eine Werkbank. Luminol nach unten, Wasserstoffperoxid nach oben und Polyethylen kommt da drum. So und so. Dann hat man in der Mitte noch Platz, nämlich für eine Farbe. Ich nehme mal Orange. Und es ist komischerweise rot. Das ist der Bug, wovon ich geredet habe. Ich dachte, dadurch, dass man in die Beta geht, funktioniert es vielleicht besser. Aber da habe ich mich geirrt. Auf jeden Fall leuchten die trotzdem in den Farben. Man könnte jetzt sagen, das sind Lichtschwerter, aber ja, sie leuchten halt. Haben leider keinen Leuchteffekt. Und kann man auch nicht in die zweite Hand nehmen, geht nicht. Ja, ein blaues Knicklicht ist ein rotes Knicklicht, genau. Und ein oranges Knicklicht ist auch ein rotes Knicklicht. Auf jeden Fall, die haben eine etwas längere Haltbarkeit und leuchten dadurch auch länger. Könnte man auch zum Schlagen verwenden. Wenn man irgendwie Fechten macht, dann kann man diese Knicklichter in weiß machen und kann die dann einfach nutzen zum Schlagen. So, zu guter Letzt haben wir noch Ballons. Und ja, deshalb habe ich Tiere eingesperrt. Ihr seid gleich frei, meine Freunde. Ihr könnt dann nämlich fliegen. Ich nehme mal alles schon mal hier raus. So, denn um Latex herzustellen, woraus halt Gummiballons bestehen, braucht man 8 mal Wasserstoff und 5 mal Kunststoff. Latex. Jetzt brauchen wir noch 6 mal Latex, einmal Helium, eine Leine und eine Farbe und dann bekommen wir Ballons. Genauso wie vorhin machen wir das so und so. Einmal herumverteilen. Und dann können wir uns, wenn ich genug eingepackt hätte, Ballons machen. Da Leine und Helium. Auch 2 hellblaue Ballons. Jetzt kann man die nicht nur, wie es gewohnt ist, an Zäune kleben und dagegen schlagen. Und sie wieder abmachen und die in die Luft fliegen lassen. Umweltverschmutzung, egal. Sondern man kann sie halt auch an Tiere befestigen. Hier geblieben. Ich will es abmachen. Ja. Oh. Da ist sie tot. Ja, man kann sie auch komplett in die Luft fliegen lassen und Tschüss sagen, weil man sieht sie nicht mehr wieder.
Und mit diesem Tschüss würde ich sagen, tschüss Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.